Psoriasis ist eine immunmediierte inflammatorische Erkrankung der Haut, der Nägel und der Gelenke. Synonym Schuppenflechte. Prävalenz in Deutschland ca. 2 bis 3%. Männer und Frauen sind gleich betroffen. Prädilektionsstellen. Prädilektionsstellen sind Kopfhaut, Ellenbogen, Knie, Unterschenkel, sakrale Region, Bauchnabel, Genitalbereich, Rimaani, Palmar, Plantar, Axilla, Nägel. Psoriasis kann jedoch überall am Körper auftreten. Klinisches Bild. Klinisch äußert sich die Erkrankung durch Auftreten von scharf begrenzten rötlichen Papeln und Plaques mit silbriger Schubung. Charakteristisch für Psoriasis ist das sogenannte Auspitzphänomen. Wenn man die Schuppen leicht mit einem Holzspatel entfernt, kommt es zur punktförmigen Blutung auf der Oberfläche, wie auf diesem Bild. Etwa 78% der Psoriasis-Patienten haben Nagelveränderungen. Diese schließen Folgendes ein: Ölflöck, Ablesung der Nagelplatte vom Nagelbett, Fachbegriff Onycholyse, subunguale Hyperkeratose, tipfelartigen Grüppchenbildung, Fachbegriff Onychia punctata oder Tipfelnägel, Nageldystrophie. Klinische Varianten. Psoriasis hat viele klinische Varianten, vom Blattpsoriasis bis zu erythrodermatischen Psoriasis. Wir gehen diese Varianten eine nach der anderen durch. Blattpsoriasis. Diese ist die klassische Variante der Psoriasis und besteht hauptsächlich aus Plaques. Psoriasis guttata. Eine exanthematische Form der Psoriasis mit bunkelförmigen Herden und geringer Schuppenbildung. Sie tritt meist akut in der Folge einer Infektion auf. Psoriasis guttata repräsentiert meist die Erstmanifestation der Psoriasis. Psoriasis inversa. Psoriasis in Hautfalten, meist keine Schuppenbildung, durch Feuchtigkeit in den Hautfalten. Psoriasis palmoplantaris. Psoriasis der Handinnenflächen und Fußsohlen. Psoriasis pustulosa. Es gibt drei Formen. Generalisierte Psoriasis pustulosa, Psoriasis pustulosa palmoplantaris, Acrodermatitis subarativa. Generalisierte Psoriasis pustulosa äußert sich durch Auftreten von Pusteln und Eiterbläschen, die konfluieren und Eiterseen bilden. Patienten haben allgemeine Symptome und vergrößerte Lymphknoten. Generalisierte Psoriasis pustulosa ist lebensbedrohlich. Psoriasis pustulosa palmoplantaris betrifft Palme und Plante mit Pustelbildung und Hyperkeratose, wie Sie hier sehen. Acrodermatitis subarativa. Pusteln, Erythem und Schuppen an Spitzen und Dorsalseite der Finger bzw. Zehen. Acrodermatitis subarativa ist schmerzhaft und führt meist zu Nagelverlust. Erythrodermatische Psoriasis ist eine seltene lebensbedrohliche Variante der Psoriasis. Sie betrifft die gesamte Hautoberfläche und äußert sich als schuppiges Erythem mit vergrößerten Lymphknoten und allgemeinen Symptomen. Provokationsfaktoren.
Provokationsfaktoren sind hier aufgelistet. Alle diese Faktoren können Psoriasis verschlimmern oder auslösen. Pathogenese. Die Ursache der Psoriasis ist unbekannt. Vermutlich führt das Zusammenwirken von genetischen Faktoren, Infektionen, Medikamente, Stress oder Trauma zu einer abnormen Immunantwort, die eine inflammatorische Reaktion mit Freisetzung von verschiedenen Botenstoffen, vor allem Interleukin 17, Interleukin 23, TNF-Alpha, auslöst. Diese Botenstoffe verursachen Keratinozytenproliferationen und Parakeratose, Proliferationen und Ansammlung von Lymphozyten und Neutrophilen, erweiterte Blutgefäße. Und diese führen zu Krankheitsmanifestationen. Patienten mit Psoriasis erkranken im Vergleich zu gesunden Leuten häufig an Bluthochdruck, hierbei Lipidämie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes mellitus, Übergewicht, Depression. Verlauf. Der Verlauf ist chronisch schubartig, unter Behandlung kontrollierbar, generalisierte Psoriasis pustulosa und erythrodermatische Psoriasis sind lebensbedrohlich wegen Elektrolytverlust und Gefahr der Sepsisentwicklung. Therapie. Topische Therapie, Phototherapie und systemische Therapie. Topische Therapie sind Vitamin D3-Derivate, Calcipotriol, Glukokortikosteroide Klasse 2 bis 3, Ditranol, Signulin. Phototherapie UVB 311, PUVA. Systemische Therapie schließt folgende Möglichkeiten ein: Methotrexat, Fumarsäureester, Cyclosporin, Retinoide, Biologika, z.B. TNF-Alpha-Antikörper, Interleukin-23-Antikörper, Interleukin-17-Antikörper, Apremilast, Phosphodiesterase-4-Inhibitor. Welche Formen und Kombination der Therapie man anwendet, ist abhängig von der Ausdehnung und Form der Erkrankung.